Die Lasermodule der IL-M12F-Reihe sind alle mit einem vierpoligen M12-Stecker ausgestattet. Dieser Stecker ist als Standard in der Industrie sehr verbreitet. Sein Vorteil ist das Außengewinde, auf das eine M12-Buchse mit hoher mechanischer Stabilität verschraubt werden kann. Da kann sich keine Verbindung mal eben aus Versehen lösen. Gemäß dem Standard ist der Pluspol auf Pin 1 und die Masse auf Pin 3. Das braucht man aber in aller Regel gar nicht wissen, weil alle fertig konfektionierten Anschlüsse schon passend eingerichtet sind. Und die NAS in dem Stecker garantiert, dass kein Verdrehen möglich ist. Als Versorgungsspannung ist der Bereich von 4,5 bis 30 Volt Gleichspannung möglich, für grüne Laser von 10 bis 30 Volt. Laser Components bietet vier Optionen, um einen IL-M12F Laser mit Strom zu versorgen. Was man am Ende wirklich davon einsetzt, hängt natürlich von den örtlichen Gegebenheiten ab. Die erste Option ist die Anbindung an das 220 Volt Stromnetz. Da man mit 220 Volt Wechselstrom einen Laser in Sekundenbruchteil zerstören würde, braucht man natürlich das passende Netzteil, das die entsprechende Spannung abgibt. Man verbindet nur den M12-Stecker mit dem Laser und den Stecker mit der Steckdose. Viele Kunden von uns integrieren dieses Lasermodul in Maschinen. Hier bietet sich das M12-Verbindungskabel an. Das hat an einem Ende eine konfektionierte M12-Buchse für den Laseranschluss und am anderen Ende offene Litzen. Diese kann man an eine 12 oder 24 Volt Klemme anschließen und über die SPS ansteuern. Für einen völlig unabhängigen Betrieb bietet sich unser Akku an, der mittels M12-Kabel fest mit dem Lasermodul verbunden wird. Der Akku hat zudem einen Schalter. Man muss nur beachten, dass rot leuchtende Laser mit einem 5 Volt Akku auskommen, grün leuchtende Laser zwingend den 10 Volt Akku brauchen. Eine Akkuladung reicht in aller Regel für eine Arbeitsschicht von 8 Stunden. Noch flexibler ist man mit unserem M12-USB-Verbindungskabel. Hier ist an einem Ende die M12-Buchse zum Anschluss an den Laser und am anderen Ende ein USB-Stecker zum Anschluss an USB-Netzteile, an Computer oder eben eine handelsübliche Powerbank. Da in dem Kabel die 5 Volt aus dem USB-Stecker in 12 Volt gewandelt werden, lässt sich damit jedes ILM-12-Modul betreiben. Meine Powerbank mit einer USB-Buchse gibt es überall auf der Welt schon für sehr kleines Geld zu kaufen. Diese Powerbank zum Beispiel hat nicht einmal 5 Euro gekostet und kann diesen Laser für mindestens 8 Stunden zum Leuchten bringen. Mit großen Powerbanks kommt man auch mal auf eine ganze Arbeitswoche, bevor man sie wieder laden muss. Für den maximalen Nutzen eines Lasermoduls als Positionierhilfe ist es erforderlich, dass der Laserstrahl, in diesem Fall ein Kreuz, an der richtigen Stelle und scharf und deutlich zu sehen ist. Wenn wir in einem ersten Schritt sicher sind, dass wir die richtige Position eingestellt haben, drehen wir an der Schraube am vorderen Ende des Lasermoduls. Man sieht sehr schnell, in welche Richtung man drehen muss, damit die Linien schärfer werden. Wie zu sehen ist, dreht sich das Kreuz beim Fokussieren mit. Hier ist es wichtig, dass man zu Beginn die Muttern zum Fixieren des Lasers nicht bis zum Anschlag festgedreht hat. Denn nach dem Fokussieren muss man den Laser immer noch ein wenig drehen können, damit er am Ende die gewünschte Orientierung einnimmt. Wenn also die Schärfe der Linie stimmt und die Orientierung des Kreuzes oder der Linien, zieht man die Muttern mit Schraubenschlüsseln fest und arretiert somit den Laser in der Endposition. Nachdem wir nun den Laser montiert, mit Strom versorgt und richtig platziert haben, steht dem genauen und reproduzierbaren Positionieren von Werkstücken nichts mehr im Weg. Wie man den Laser auch unter widrigen Bedingungen vor Spritzwasser, Öl oder Metallspänen schützen kann, sehen wir in einer weiteren Folge unserer Videos über das IL-M12 Lasermodul.